Eine Tour für jedes Schuhwerk. Nichts Alpines, kein Klettersteig, kein Geröll. Nur eines und das im Überfluss. Reben und Bäume. Und trotzdem empfiehlt sich gutes Schuhwerk, denn vor uns liegen rund 130 Kilometer bergiges Gelände in 7 Etappen. Viel Natur und sehr viel von dem, was diesem Mittelgebirge in der Pfalz seinen Namen gab, nämlich Wald. Das Wanderteam ist zu neuen Taten bereit. Start frühmorgens in Geislingen an der Steige mit der Eisenbahn. Das große Abenteuer kann beginnen frühmorgens am Geislinger Bahnhof und dann mit dem 9-Euro-Ticket. Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir überhaupt mitkommen. In Stuttgart die böse Überraschung. Anschlusszug nach Karlsruhe hat zuerst 20 und schließlich noch mehr Minuten Verspätung. Jetzt sind die Online-Experten gefragt. Wie geht es mit den Anschlüssen in Karlsruhe und Neustadt an der Weinstraße weiter? Zum Glück fahren Nahverkehrszüge häufig. Trotzdem ist es kurz vor 11, als wir in Grünstadt endlich eintreffen. Seit Stuttgart hat sich die Verspätung auf 90 Minuten summiert. Dann aber kann's losgehen, bei strahlendem Sonnenschein am Tage des Sommeranfangs. Zunächst gilt es noch, den Weg aus der Stadt hinaus zu finden. Die Navis Komoot und Outdoor Activity sind sich nicht ganz einig. Und hier die erste Etappe. Von Grünstadt rauf zu den bewaldeten Hügeln südwärts zum Tagesziel Bad Dürkheim. Grünstadt empfängt uns mit dem Charme Pfälzer Beschaulichkeit. Schon bald ist der weitere Weg gefunden. Der Blick schweift mit jedem Höhenmeter weit in die rheinische Tiefebene hinaus und hinüber auch bis zum Odenwald. Wir staunen über die unzähligen Reben, von denen wir umgeben sind. Es wird immer heißer und hitziger. In Neuleiningen gehen wir kurz durch die imposante Burganlage, von der das weite Land zu überblicken ist, das von der Weinwirtschaft geprägt ist. Das Lokal in der Burg erscheint uns zu teuer, sodass wir große Hoffnung hegen, im nächsten Ort etwas Passables zu finden. In der Burganlage staunen wir über ein Piktogramm, das auf sehr merkwürdige Weise auf ein Männerklo verweist. Wir verlassen das kleine beschauliche Örtchen und stellen in den folgenden Ortschaften fest, trotz der vielen Reben, keine Spur von den reizvollen Weinlokalen, von denen Pfalz-Insider immer schwärmen. Erst zwei Ortschaften weiter, in Weisenheim am Berg, ist ein ersehntes Viertele zu bekommen. Und zwischendurch bleibt natürlich Zeit für die sozialen Netzwerke. Die Hitze nimmt zu, die Anstrengung auch. 300 Meter über Normalnull sind hier wohl etwas ganz Besonderes. Von der Schwäbischen Alb her sind wir jedoch ganz andere Höhen gewohnt. Wir bekommen einen Vorgeschmack auf die topografischen Verhältnisse, denn es geht über mehrere Höhenzüge auf Bad Dürkheim zu. Schwitzend durchqueren wir die Stadt, aus der dieses langgezogene Gradierwerk hervorsticht, wo aus Reisigbündel salzhaltiges Quellwasser tröpfelt, angenehme Aerosole für die Atemwege. Aber wir steuern lieber das Hotel an. Schweißtreibend geht's zum jenseitigen Hügel und dort zum Hotel Landhaus Fluch, das auf dem höchsten Punkt zu stehen scheint. Abseits der Rezeption lassen wir uns auf der kleinen, balkonartigen Terrasse nieder.
Eine Erfrischung ist dringend angesagt. Und nette Sprüche muntern auf. Abends eine Einkehr in einem Lokal am Straßenrand. Ein sommerlicher Abend. Die Skizze zur zweiten Etappe verdeutlicht die vielen Windungen, die allesamt auf Höhen und Täler hindeuten. Über den Eckkopf geht es schließlich hinab nach Deidesheim. Der Weg von Bad Dürkheim nach Deidesheim kann ganz schön weit sein, viel weiter, als es die Luftlinie erwarten ließe. Der Aufstieg führt zum sogenannten Flaggenturm, der 1854 nur gebaut wurde, um den Kurgästen früherer Zeiten einen Aussichtspunkt zu bieten. Im Volksmund wird er auch Kaffeemühlchen genannt. Schwer mit den Rucksäcken beladen, wird auch diese Anstrengung bewältigt, weil man sich diesen Ausblick nicht entgehen lassen sollte. Der Pfälzerwald fällt sanft, bisweilen auch steil, in die rheinische Tiefebene hinab. Klima begünstigt, weil das Mittelgebirge die von Westen heranziehenden Wetterkapriolen abhalten kann und die Sonne das Land von Ost bis Südwest ungehindert verwöhnen kann und meilenweit den beliebten Wein heranreifen lässt. Doch es sind nicht nur Weinanbauflächen, die hier faszinieren, es ist auch der abwechslungsreiche Wald, oftmals von knorrigen und wohlriechenden Kiefern bestanden. Immer aber, so scheint es, geht es aufwärts, aber natürlich auch genauso bald wieder abwärts. Ist ein tiefes Tal durchschritten, stößt man hier auf die Wachtenburg, die ziemlich imposant vor uns steht, komplett neu saniert. Eine neunbödige Stahltreppe führt außen an dem Gebäude hinauf. Der Aufstieg lohnt sich. Die rheinische Tiefebene liegt dem Betrachter grandios zu Füßen. Und soweit das Auge reicht, nichts als Reben. Und auf der anderen Seite nichts als Wald. Glücklicherweise gibt's hier ein Kiosk, das geöffnet hat. Erfrischung ist dringend angesagt und natürlich auch der unvermeidliche Blick aufs Handy und stets auch das Ohr an den Ereignissen anderswo. Moderne Technik im Kontrast zu der puren Natur. Der aufsteigende Weg beschreibt wieder einen Schlenker in die Täler des Pfälzerwaldes hinein, der mancherorts herrlichen Kiefernbewuchs beschert mit betörendem Duft. Unser nächstes Ziel ist schwer zu finden, weil die Hochleistungsnavis unterm knorrig dichten Dach des Waldes unterschiedliche Richtungen anzeigen. Dies umso mehr, weil in zwei Navis zwei unterschiedliche Ziele programmiert worden waren. Das konnte nicht gut gehen. Beinahe wäre der Eckkopfturm deshalb unerklommen abgeschrieben worden. Kreuz und quer irren wir durch den Wald, bis durch eisernes Durchhalten endlich dann der Eckkopf erreicht wird, der in 516 Metern Höhe aus dem Wald herausragt. Die Aussicht von oben ist geschmälert, da nun eine diesige Wetterlage vorherrscht. Trotzdem wird eines deutlich, nämlich das riesige Ausmaß des Mittelgebirges Pfälzerwald, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands. Er nimmt ein gutes Drittel der gesamten Pfalz ein. Südliche Fortsetzung auf französischer Seite sind dort die Nordvogesen. Und wieder geht's durch tollen Kiefernwald über eine Hochfläche zu der Flieburg Heidelöcher und dann abwärts ins Tal. Unterwegs kommen wir an der Michaelskapelle vorbei, die nach Zerstörung 1951 wieder aufgebaut worden ist. Tagesziel ist Deidesheim, das Hotel Ritter von Böhl, eine Stiftung des Bürgerhospitals, direkt im Zentrum neben der Kirche gelegen. Auch unweit
des berühmten Deidesheimer Hofs, in dem der einstige Bundeskanzler Helmut Kohl alle seine Staatsgäste zum Saumagenessen genötigt hat. Zum Gedenken an seine Frau Hannelore wurde im Innenhof des Bürgerhospitals ein Magnolienbaum gepflanzt, als Zeichen besonderer Wertschätzung für deren soziales Engagement. Da wir aber nicht wie Kanzler Kohl exklusiv essen wollen, machen wir uns auf die Suche nach einem offenen Lokal, was gar nicht so einfach ist, denn die Erkenntnisse unserer vorausgegangenen Wanderungen setzen sich fort. Die Gastronomie hat entweder ganz geschlossen, schräge Öffnungszeiten oder gerade Ruhetag. Vorbei am elitären Deidesheimer Hof gehen wir die Straße weiter und stoßen auf der rechten Seite auf ein Lokal, vor dem wir im Freien sitzen können, bis zum Einbruch der Dunkelheit. Ein schnuckeliges Weinlokal findet sich nicht, weshalb wir uns in den Hinterhof des Hotels zurückziehen, im Selbstservice Wein besorgen und diesen, wenig stilvoll, aus der Flasche trinken. Andern Tags dann Frühstück in einem atriumähnlichen Raum. Und auf geht's zur dritten Etappe von Deidesheim nach Neustadt an der Weinstraße. Natürlich wieder über die Berge. Das Wetter ist bestens und lässt Hitze befürchten auf den weiten Wegen in die Berge. Wir werden auf die vielen Esskastanienbäume aufmerksam, die mit ihren langen Blütenstängeln hellgrün aus dem Wald hervorstechen. Dafür gibt es übrigens nahezu keine Buchen und Fichten, neben den Kastanien und Kiefern wachsen viele Eichen. So erreichen wir schließlich am Waldrand das Örtchen Gimmeldingen, das sich im Frühjahr in schönster Mandelblütenpracht präsentiert, wie hier auf Archivfotos, von der jetzt aber nichts mehr zu sehen ist. Jetzt Ende Juni wird die Landschaft vom heranwachsenden Wein geprägt. Wir tauchen dann in ein tief eingeschnittenes, nordwestlich abzweigendes Seitental ein, wo es zunächst ein schickes Wohngebiet gibt. Der Weg führt schnurstracks in eine idyllische Schlucht, in der uns ein Bächlein begleitet und es zunehmend enger wird. Plötzlich aber taucht auf der rechten Seite ganz versteckt ein Gebäude auf. Vor dem historisch anmutenden Haus mit der Aufschrift Loganlage, Tagesgaststätte, sitzen wider Erwarten einige Leute. Natürlich überwiegend Rentner, die mit Autos hergekommen sind. Und wir erkennen, hier gibt's Radler. Die Speisekarte klärt auf, was eine Loganlage ist. Eine Grenzanlage, die in früheren Zeiten zwei Herrschaftsgebiete begrenzte. Der weitere Anstieg im Wald erweist sich als kernig und man hat, schwitzend und keuchend, immer den Eindruck, es nehme kein Ende mehr. Dann zeichnet sich zwischen den Bäumen wieder ein Haus ab, das Weinbiethaus des Pfälzer Waldvereins Ortsgruppe Gimmeldingen. Aber leider donnerstags geschlossen und heute ist natürlich Donnerstag. Seltsam. Viele Gaststätten haben just an dem Tag, an dem wir vorbeikommen, ihren Ruhetag. Somit kann natürlich auch der zum Weinbiethaus gehörige mächtige Turm nicht erklommen werden. Immerhin kann man sich hinter ihm für eine vollautomatische Wetterstation interessieren. Wir pausieren in der menschenleeren Gartenwirtschaft, von der aus man nicht nur einen Blick auf das Handy werfen, sondern auch von oben das Rheintal genießen kann. Für Erfrischung sorgt mitgebrachtes Wasser, meist im Hotel am Wasserhahn gezapft. Wir haben längst erkannt, der offizielle Weinsteig ist nicht überall konsequent beschildert. Und wenn man mal von ihm abzweigt, gibt es so gut wie keine sinnvollen Schilder mehr. Allenfalls viele bunte, fantasievolle Zeichen, Kringel und Kreise, zu deren Deutung man wohl eine Broschüre bräuchte. Auch mit Nummerierungen fängt der Ortsfremde wohl wenig an. Das Motto muss lauten, ohne Navi nie.
Bisweilen erfordert der Weg auch eine gewisse Konzentration, wenngleich manche Stellen weitaus schwieriger aussehen, als sie sind. Es mag an der Anstrengung liegen, dass der Wanderer solche Passagen anders einschätzt. Das ist eine sehr alpine Sache hier. Da braucht man endlich mal richtige Bergschuhe. Immer wieder umgibt uns wohlduftender Kiefernwald, der sich auf einem schmalen Bergrücken in Richtung des Geländepunktes Bergstein befindet. Die Ausblicke dort und unterwegs sind teilweise atemberaubend. Hinab nach Neustadt und natürlich auf das riesige Waldgebiet. Hinab ins Tal erheben sich am Wegesrand mächtige Felsblöcke. Und hier kann es sein, dass es mit dem schweren Rucksack gar nicht so einfach ist, derlei Hindernisse zu überwinden. An diesem Steilhang klebt übrigens auch die Ruine Wolfsberg. Langsam rückt das Tagesziel näher, nämlich Neustadt, von wo aus sich uns ein Weinberg nähert. Der Baustil unseres Hotels Panorama freilich mag nicht so recht zu dieser lieblichen Landschaft passen. Es ist 8 Stockwerke hoch und im Kontrast dazu der historische Stadtkern, hier das Rathaus, vor dem das Leben pulsiert, wie wir bei einem abendlichen Bummel feststellen. Ein Innenhoflokal verspricht pfälzische Gemütlichkeit, auch wenn hier im Gasthof zur Post griechische Spezialitäten angeboten werden. Die Hotelbar im 8. Stock, wo wir danach die einzigen Gäste waren, hatte nicht mal bis Mitternacht geöffnet. Dafür bot sie als Frühstücksraum andern Tags einen verglasten Rundumblick. Und dann geht's weiter zur 4. Etappe. Von Neustadt zum Hambacher Schloss und rauf zum höchsten Punkt des Pfälzerwaldes, zum Kalmit, und von dort hinab nach Maikammer. Vom Hotel aus geht's zunächst quer durch die Stadt zum jenseitigen Hang, wo wir sogleich steil auch über Treppenstufen die Höhe in Angriff nehmen müssen und den Zigeunerfelsen mit Aussichtsplattform erreichen. Am Nollen, 490 Meter über Normalnull, wo ein Stein der Weißen liegt, wird eine kurze Rast eingelegt. Erstes richtiges Ziel bei diesig weißem Himmel ist aber das Hambacher Schloss, weit durch die Wälder erreichbar, an vielen Esskastanienbäumen vorbei. Vor 190 Jahren, im Mai 1832, kamen 20.000 bis 30.000 Menschen aus den deutschen Bundesstaaten, aus Polen, Frankreich und Großbritannien, auf dem Hambacher Schloss im pfälzischen Neustadt an der Hart zusammen. Es war die bis dahin größte politische Massenveranstaltung in Deutschland. Die Teilnehmer forderten Presse-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit, mehr Bürgerrechte, religiöse Toleranz und nationale Einheit, sodass das Hambacher Fest, so wurde die Protestaktion bezeichnet, heute als Geburtsstunde der deutschen Demokratie gilt. Hier wurde zum ersten Mal die schwarz-rot-goldene Fahne gehisst. Vor dem Lokal im Schloss machen wir Rast, trinken Radler, füllen am Wasserhahn der Toilette unsere Wasservorräte auf und haben einen wunderschönen Blick in die rheinische Tiefebene. Nun aber beginnt der große, nicht enden wollende Aufstieg zum höchsten Punkt unserer ganzen Tour, zum Kalmit. Das Auf und Ab scheint kein Ende zu nehmen, der Kiefernwald aber auch nicht. Das Auge jedoch kann sich kaum an den bizarren Formen der Stämme und Äste satt
sehen. Ein eigenartiges Bild, das in Kombination mit den herrlichen Düften und dem rötlichen Untergrund so ziemlich einmalig zu sein scheint. Der Kalmit misst zwar nur 672 Meter über Meer, aber der Aufstieg beginnt im Rheintal bei 130 Metern. Das Feld der Wanderer zieht sich manchmal weit auseinander. Jeder soll sein eigenes Tempo machen. Jeder hat seine eigene Kondition, seine eigene Ausdauer. Und der Letzte muss nicht unbedingt der Ausgelaugteste sein. Vielleicht hat er sich auch nur länger mit der Natur und dem Fotografieren befasst. Aber dann haben es endlich alle geschafft. Oben angekommen am Kalmit blicken wir auf die Rheintalebene hinaus, wie so oft schon, aber jedes Mal halt aus einer anderen Perspektive. Am Fuße des Kalmit-Turms, hinter dem ein gewaltiger Stahlgitter-Antennenmast steht, wird Linsensuppe als Tagesessen angeboten. Der nun folgende Weg hinab ins Tal nach Maikammer ist bisweilen steil und birgt eine Überraschung, den Durchschlupf durch ein großes Entwässerungsrohr. Zuerst noch Flüssiges für den Körper, danach viel Wasser von oben. Nachdem der Regenguss überstanden ist, blinkt er uns golden entgegen, der Ochs von unserem Hotel direkt im Zentrum von Maikammer. Auch heute beschert die Gastronomie manche Überraschung, nicht nur des Namens wegen. Zum Glück bietet der Goldene Ochsen ein Nachtessen und weil man nächtens hier nirgendwo lange sitzen kann, ist man morgens frisch für die nächste Etappe, jetzt für die fünfte, von Maikammer über unzählige Höhen und Tiefen nach Dernbach. Weiter geht's, und zwar dort hinaus, wo uns bei der Ankunft ein Regenguss erwischt hat. Zuerst wieder Rebenlandschaft und dann wieder Wälder. Weite, weite Wälder. Der Blick geht von hier unten zum Kalmit hinauf, wo wir gestern waren, und auch das Hambacher Schloss scheint noch zum Greifen nahe zu sein. St. Martin ist ein beschauliches Dörfchen. Der Dorfbrunnen erinnert hier die Wanderer ans regelmäßige Trinken, bei dieser hitzigen Witterung auch dringend geboten. Während der Hitze des Tages schwitzt, hat Trinkpausen dringend nötig und dabei ist nicht unbedingt Wein gemeint. Unser Weg bietet wieder einen Blick in die rheinische Tiefebene. Wir queren die etwas antiquiert anmutende Sesselliftbahn von Roth unter Riedburg und gelangen zum Schloss Villa Ludwigshöhe, das gerade grundlegend saniert wird und entsprechend angerüstet und abgesperrt ist. Dann sorgen entlang des Wegesrands allerlei hölzerne Skulpturen und Darstellungen für Abwechslung. Geschnitzte Tiere, Häuschen und Fantasiegebilde. Es folgt schließlich ein großer, mit Blumen geschmückter Platz, der sich in den Hang schmiegt, nämlich die Lourdesgrotte Weiher, deren Statue am Dreifaltigkeitssonntag, dem 29. Mai 1904, geweiht worden ist. Über den Wegekreuzungspunkt Dreimarker treffen wir schwitzend, ein bisschen keuchend und durstig auf eine große Pfütze, in denen sich der Himmel spiegelt. Am Zimmerplatz erhebt sich die Landauer Hütte, in deren Schatten eine Trinkpause verordnet wird.
Endlich ist das Tagesziel Dernbach erreicht. Eine Ferienwohnungsunterkunft mit dem seltsamen Namen Belzenickel. So wird hier der Nikolaus genannt und weil der Besitzer genau so heißt, nämlich Nikolaus, hat er dem Hotel diesen Namen gegeben. Deshalb stehen hier auch mitten im Sommer Nikoläuse herum. Und vom Haus gegenüber wird man von einer pechschwarzen Katze beäugt. Nach einem Grillabend in einem Gasthof geht's andern Tags zur sechsten Etappe. Von Dernbach über Annweiler zur Burg Trifels und dann hinab nach Leinsweiler. Forschen Schritts wird Derenbach verlassen, um über den Berg nach Eusertal zu gelangen, in dem sich eine Klosterkirche befindet, die einstens viel größer war, als sie sich heute präsentiert. Der weitere Weg in Richtung Annweiler macht den Blick frei auf ein wichtiges Ziel, nämlich die Burg Trifels. Aber noch sieht es nach einer beachtlichen Entfernung aus. Schritt für Schritt kommen wir ihr aber näher. Dazwischen liegt aber noch Annweiler, das hübsche Städtchen, wo es noch ein intaktes Mühlrad gibt. Doch nicht jedem Wanderer steht's nach des Tages schweißtreibender Mühe nach einer Stadtbesichtigung. Außerdem wartet noch der Aufstieg zur Burg Trifels. Da geht es nämlich noch ein ganzes schönes Stück hoch. Ein Glück, dass es dort vor dem letzten harten Anstieg zur Burg noch ein Kiosk gibt. Die Triburg, die unter den Nationalsozialisten romantisierend rekonstruiert wurde, war auch für die Staufer von Bedeutung. Als Aufbewahrungsort kaiserlicher Reichskleinodien. Hier oben wurde auch Richard Löwenherz bei seiner Rückkehr vom Kreuzzug inhaftiert und erst gegen ein horrendes Lösegeld von tonnenweise Silber wieder freigelassen. Für die Wanderer ist es ein herrlicher Aussichtspunkt, dorthin, wo man sich so herrlich dem Waldbaden hingeben kann. Wir gönnen uns noch eine kurze Verschnaufpause und dann geht's endlich abwärts. Glaubt man jedenfalls. Es dauert aber noch, bis das Tagesziel, der Leinsweiler Hof, erreicht ist. Manche Etappen ziehen sich ganz schön in die Länge durch die weiten Wälder. Mal rauf, mal runter. Kaum ist man oben, geht's wieder hinab. Ein unglaublich bergiges Gelände, dieser Pfälzerwald mit allerlei schweißtreibenden Schikanen dazwischen. Den Stolperer haben wir schon auch drauf. Irgendwann kommt er dann doch noch in Sicht, der Leinsweiler Hof. Vor der letzten Etappe zum Abschluss der großen Pfalztour gibt es ein Drei-Gänge-Menü, kurz bevor ein gewaltiges Gewitter aufzieht. Andern Tags ist der nächtliche Spuk beim Blick aus dem Fenster vorbei, also auf zur letzten und siebten Etappe von Leinsweiler nach Bad Bergzabern. Ah ja, dann steht eine kleine Wasserschlacht bevor, denn schneller als gedacht ziehen wieder Regenwolken auf. Beim Verlassen des Hotels werden Regenjacken und Rucksackschützer übergezogen. So macht Wandern wirklich keinen Spaß, aber der Blick auf das Regenradar der Wetter-App lässt auf Besserung hoffen. Der Pfälzerwald, so scheint es, mutiert zum Regenwald. Sanfte Nebelschwaden wabern zwischen den Bäumen. Die vorauseilenden Wanderer scheinen vom schlechten Wetter verschlungen zu werden. Das ist endlich Abenteuer. Etwas was für Weicheier, sondern für richtige Kerle wie uns. Raus ins Gelände in den Pfalz-Pfälzer Regenwald.
Immerhin, eine Schutzhütte bietet ein trockenes Plätzchen. Aber es hilft alles nichts. Das Ziel heißt Bad Bergzabern mit seinem Bahnhof. Zuvor jedoch, wie könnte es anders sein, geht's nochmal rauf, rauf zur Burg Landeck. Ein Glück, dass es dort auch ein Handynetz gibt. Manchmal gibt's Wegweiser zuhauf. Mancherorts hingegen steht der Wanderer ratlos an Kreuzungspunkten inmitten des Waldes, wenn bunte Schildchen mit fantasievollen Namen Verwirrung stiften. Und dann liegt plötzlich Bad Bergzabern in der Ebene. Nach 7 Tagen ist das Ziel erreicht. Dort, wo die Schienen beginnen, endete die Tour, die unerwartet anstrengend war, die mit herrlichen Ausblicken aufs Rheintal besticht und die jeden Wanderer in die Natur eintauchen lässt. Freie Fahrt Richtung Heimat über Wenden, Karlsruhe und Stuttgart. Wer als Wanderer die Zugfahrt genießt und in Gedanken auf die 7 Tage zurückblickt, wird eines erkennen. Die Natur war allgegenwärtig, aber der Weg war das eigentliche Ziel. Wir haben es erreicht. Nachzutragen ist noch, was schier unglaublich ist, dass nämlich diese Tour mehr Höhenmeter erfordert hat als unsere vorjährige Überquerung des Gotthardpasses in der Schweiz oder der Alpenübergang von Reutte-Tirol nach Meran. Die Pfälzer Berge dürfen nicht unterschätzt werden.